Einen schönen Juden, meine Roten, und frohe Ostern wünsche ich. Ja, leider muss ich dieses Video jetzt nochmal machen. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Pech dazu. Ja, leider habe ich Drehrad schon gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir gekriegt haben. Willi habe ich jetzt auch einmal laufen lassen. Naja, ärgerlich. Aber machen wir es normal und wie im anderen Video, was nicht aufgenommen wurde, habe ich natürlich gesagt, zum Schluss habe ich noch eine kleine Überraschung, und zwar gibt es morgen ein kleines Mini-Update, und zwar eine neue Pflanze und ein neues Produkt. Aber wie gesagt, nach den ganzen Klimbim zum Schluss des Videos. So, als erstes hatte ich gesagt, war Fehler heute Morgen gewesen, geht wieder. Die Ostereier gingen ab 10 Uhr, gingen die nicht mehr. Konnte man nicht mehr herstellen. Ich war, ich konnte nichts mehr holen. War knapp dran gewesen an die 1000 Schokoeier. Und dann ging es, irgendwo habe ich auf Facebook gelesen, es geht wieder. So, jetzt hatte ich natürlich das gesammelte, nicht aufgenommene, hatte ich mir für die 1000 Ostereier natürlich die Deko geholt, kam mit Willi und habe sie hier hingestellt. Sehr schön. Das ist doch eine schöne Deko, ne? Und dann habe ich natürlich gesagt, jetzt, wenn ihr noch, das läuft bis Dienstag morgen 10 Uhr, läuft das alles noch wieder weiter. Und wenn ihr natürlich Osterhasen oder Schokohasen hier holt, manch einer, der kann schon gar nichts mehr holen. Bei mir ist es nicht so, aber wer noch was hat, sollte das auf jeden Fall hier investieren. Ihr kriegt natürlich Geld dafür, aber das bringt nicht viel. Es bringt nicht viel an Geld. Dann holt euch lieber hier für 16 oder wenn ihr sowas noch habt, noch einen Tom-Schub oder hier einen Schub oder holt euch so das Geld für 40 oder je nachdem, was ihr noch übrig habt. Also gibt es jedenfalls aus, spart es nicht auf, weil das Geld, glaube ich, pro einen Osterhase gibt es einen Taler für. Also seid ihr hier so mit besser bedient. Das nur als kleinen Tipp dabei. Das Tal beginnt ja auch in 3,5 Tagen wieder. Very nice, weil morgen ist der erste, da gibt natürlich den Farmpass. Morgen gönne ich mir auch natürlich den kompletten Farmpass. Warum? Dank euch, die lieben Spenden, die reingekommen sind, geht natürlich Spendendank zweimal an die Heidi. Ich weiß nicht, ob sie sich vertan hat. Sie hat mir zweimal gespendet. Und einmal an die liebe Iris. Spendendank geht raus und das Geld. Und ich tue natürlich auch ein paar Taler noch drauf. Selbstverständlich. Und dann gönnen wir uns den ganzen kompletten Farmpass-Spaß und gucken, ob sich das überhaupt, diese 15 Euro, oder ich hole es ja im Shop, da sind sie dort billiger, 13 Euro, ob sich die überhaupt lohnen. So, das dazu. Dann hatten wir, ja, genau, Ereigniswochen. Ereigniswochen, ich hatte ja wieder was vorbereitet. Gucken wir natürlich rein, hier oben auf dem Bild. Und zwar haben wir am Montag Glücksrad-Event, extra Puzzleteile. Okay, und Farmpass-Punkte, doppelt Farmpass-Punkte. Sehr schön. Ah, morgen Farmpass und gleich doppelte Punkte holen und noch Puzzleteil. Alter, das wird morgen wieder, das wird wieder für die Fans vom langen Video, wird das wieder ein Festschmaus. Das dauert ein bisschen länger hier, denke ich mal. Ja, Farmpass vorstellen hier, der typische Montag wieder und hier und da. Wunderbar. So, dann haben wir Dienstag LKW-Event, extra Landerweiterung. Okay, ist okay. Mittwoch Schiffsevent, extra Gutscheine. Ist auch okay. Dann haben wir den Donnerstag Farmbesucher-Event, doppelte Münzen. Der ein oder andere, sage ich ja, es sind ja auch kleine Level, die brauchen immer Geld, ist das auch okay. Und dann haben wir Freitag. Freitag wieder Farmpass, doppelte Farmpasspunkte und Angelbereich Boost 20%. Dann haben wir den Samstag, Stadtbesucher-Event, doppelte Münzen und Ramadan LKW Global-Event. Jawohl! Und es gibt so eine schöne Deko hier mit so einem Pavillon, mit so einem Brunnen drinne, Halbmond oben drauf. Ja, schön, schön. Hoffentlich kriegen wir sie auch. Und Sonntag geht das Event natürlich noch weiter bis Montagmorgen. Und Sonntag nochmal Früchte, Boost-Event, 3 Bäume, Büsche 50%. Okay, gut. Kann man auch mal ein bisschen Obst und Gemüse da pflücken. Geht ein bisschen schneller. Aber das Ramadan-Event, LKW-Event ist okay. Jawohl, das dazu. Sehr schön. So, und dann habe ich ja gesagt, zum Schluss des Videos, wir sind ja auch gut angelangt hier zu. Wir wollen das nicht zu überstrapazieren. Und ja, und zwar
oben im Video, zeige ich hier mal, guckt euch an. Es wurde gezeigt, es gibt Kleeblätter. Ja, ist nie gekommen. Ist April-Update? Ja. Aber April-Update kommt natürlich. Morgen beginnt April und da beginnt das Kleeblatt. Wir bekommen die Kleeblätter. Ich hoffe, die dauern nicht zu lange. Das konnte ich leider nicht rausfinden, aber die sollen morgen kommen. Drei gibt es natürlich, wenn sie nicht zu lange dauern. So, jetzt fragt sich der ein oder andere, was macht man mit Kleeblättern? Habe ich mich auch gefragt. Ja, wer isst schon Kleeblätter oder sowas? Als Futter, ja, als Tierfutter, da kenne ich das aber so. Oder als Deko jetzt so, Silvester oder sowas. Aber sonst, ja, man kann Öl rausmachen. Kleeblattöl, und zwar in der neuen Ölmaschine. Damit ein neues Produkt ist, also das neue Produkt ist das Kleeblattöl. Oder Kleeöl. Und wir bekommen die Kleeblätter als Früchte. Das soll morgen kommen. Ab 10 Uhr wird es rausgehauen, das Update. Dann freue ich mich schon. Neues Produkt, neue Pflanzen. Wir haben ja noch nicht genug. Aber ist okay. So, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ja, wünsche euch natürlich noch schöne Ostertage. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Viel Glück da draußen. Tschüss, wie immer. Euer Jens.